Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Sims 3. Opala. In der letzten Folge haben Sabrina und Moritz und Omar das Haus verlassen und haben die Kinder alleine gelassen, was im Großen und Ganzen vielleicht auch mal ganz gut ist. Also ich weiß ja nicht, also ich hoffe mal, dass jetzt Simon keine Anzeige bekommt von seinen Eltern. Ja. Habt ihr das Theater besichtigt oder wollt ihr nicht machen? Da. Oder habt ihr gemacht? Und dann könnt ihr nochmal reingehen. Ja. Also es kam jetzt einige Zeit keine Sims 3 mehr. Das lag halt daran, dass ich ja, krank war. Ja. Was soll man machen, ne? Es ist halt mal so passiert. Ich schalte das aus. Du gehst nicht ran. Du gehst nicht ran. 100% Hausaufgaben hast du schon gemacht. Du kannst meinetwegen gerne spielen oder sonst irgendwas machen. Aber das bitte nicht. Vor allen Dingen, da kann man rumtüfteln. Du hast nicht genug Schrott. Genau, da kann man als Kind was machen. Ne? So richtig schön mit Schweißgerät irgendwas machen und sonst irgendwie, ne? Besto, warum? Warum hast du die? Was ist damit? Ich weiß nicht, was ist damit? Betrachten. Kann nur betrachten. Okay. Alles klar. Schön. Ja, du gehst wieder nach Hause. Alles klar. Super. Und du bist alleine. Warum geht die denn nicht dahin? Weil sie vielleicht Angst hatte. Und bei dir? Ist da alles in Ordnung? Oh, ja. Oh, du machst hier gerade Geld. Das ist super. Das ist sehr gut. Ich werde hier erstmal belästigt. Super, dankeschön. Ah, Herr Jemine. Okay. Also sicher ist man hier auch nicht. Ich dachte schon, warum hast du so pinke, blaue Haare? So also purple. ja. Also Sims 3 kommt jetzt wieder regelmäßig. Jede zwei Tage immer wieder. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Es werden auf jeden Fall noch mehrere Projekte ankommen, habe ich jetzt schon in zukünftiger Weise jetzt mitbekommen. Also es wird auf jeden Fall nächste Woche eine Veränderung kommen, auf jeden Fall. Da muss ich erstmal gucken, wie ich den Upload-Plan am besten mache, damit ich dann auch selber besser damit klarkomme. Weil ich muss auch generell eine neue Tabelle mehr erstellen. Also ich habe ja jetzt schon eigentlich eine neue Tabelle gemacht, aber ich muss sie nochmal selber erneut erneuern. So. Genau, du gehst jetzt Computer spielen oder was? Du sollst eigentlich, normalerweise sollst du... ja, Gitarre lernen und das alles drum und dran, aber da man das ja in diesem Kindesalter noch nicht machen kann, aber sonst trotzdem halt ein Schweißgerät benutzen kann und das alles drum und dran, dann ist es ja schon perfekt. So. Ja, ist nicht ganz weg, einen Moment. Oh, es tut mir so leid, ne? Ich hatte gerade einen Niesanfall gehabt. Was bei mir normalerweise normal ist. Also es geht ja manchmal echt gar nicht. Kannst du nach Hause kommen, bitte? Es ist schon
ne? Und du genauso. Und dir ist eisekalt. Ich weiß nicht. Bist du schon blau? Nö, blau bist du noch nicht, aber dir ist echt kalt. Oh. Nee, fahr doch mal nicht nach Hause. Kannst du mal hier gucken, was hier noch so ist? Oh, cool. Graben kann ich das nicht, weil ich wahrscheinlich keine Schaufel habe, ne? Oder das pa passende Equipment habe. Sagen wir es mal so. Oder das ist halt nur für einen Hund gedacht. Und ich bin kein Hund. So, Sakura. Was machst denn du so Schönes? Du spielst immer noch. Ja, was kann ich mit dir machen? Wollen wir mal das Nektarregal durchsuchen? Oh, viele Sims haben wahrscheinlich jetzt wieder Bücher in der Hand, ne? So, das kann ich verkaufen, das brauche ich nicht mehr. Ja, schon wieder zu viele Bücher gehabt hier. Muss ich auch mal wieder alles reinmachen. So, spiel mal Schach. Bin mir nicht sicher, spiel einfach mal Schach. Oder geh erst mal duschen, damit dein Gesicht mal wieder fleckenfrei ist. Oh, stimmt ja, es ist ja Halloween. Oh. Wollt ihr mal losgehen oder so? Ich glaube schon, ne? Komm mal, geht mal los hier. Da. Für Simon ist es wahrscheinlich jetzt nicht so. Oh, da ist ja keiner. Oh, die sind wirklich gestorben. Mit. So. Und schon wieder hört man nicht auf mich. Wollt ihr mich jetzt wirklich verkackeiern? Säubern. Warum willst du es säubern? Hä? Süßes oder Saures bitten? Mach das doch! Warum macht Sakura das nicht? Muss ich sie ja recyceln am Hintern hier? Mit Lisenne. Ach, denn nicht. Der macht das nur, Marlena. Und ich werde jetzt auch wieder gestört hier. Super. Oh, jetzt ist was kaputt gegangen. Ja, weil ihr zu viel gespielt habt. Ja. So. Aber du hast keine Dings, ne? Süßes oder Saures? Oh, was mache ich da? Ach, du hast ja ein schönes. Hä? Was ist mit dir los? Süßes oder Saures bitten? Also die Funktion, ist die schon immer so gewesen? Oder weil ich mache das auch jetzt zum ersten Mal? Gib Süßes. Ey, das ist doch Wahnsinn. Nee, da waren wir ja gerade. Ich möchte jetzt irgendwas Süßes haben. Hier wohnt keiner. Da wohnt auch keiner. Sag mal, sind hier alle gestorben oder was? Muss ich jetzt noch in die Innenstadt reingehen oder was? Da. Süßes oder Saures bitten. Süßes oder Saures bitten. Sag mal, spreche ich Fachchinesisch oder was? Sag mal, geht's noch? Geh doch da jetzt hin. Deine Eltern sind nicht da. Oder dein Papa ist nicht da. Deine Mutter schon, aber. Das kann auch nicht sein. Man macht diese Funktion rein und dann funktioniert die nicht richtig, oder was? Glaub, die nimmt, Weihnachten, glaub, die nimmt das viel zu ernst. Okay. Okay, da kann irgendwas nicht stimmen. Ich hab's zu spät gesehen. Okay, ich gebe es zu. Ich hab's zu spät gesehen. Aber das kann doch nicht sein, dass man noch nicht mal kurz warten kann,
und war also so warten kann, bis irgendeiner an die Tür geht. Ich hab doch geklingelt. Hä? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es nicht. So. Sakura. Okay, sie spielt. Aber deine Hausaufgaben sind schon fertig. Super. Ja, da ist ein Kuchen. Ist davon was? Genau. Und du gehst ins Bett, bitte. Weil bei dir ist auch wieder. Bei dir genauso, obwohl es jetzt. Oh, du hast schon gegessen. Super. Dann räum mal bitte das einmal weg. Jetzt nochmal schnell duschen und dann kannst du schlafen gehen. Ja, also es läuft. Also ich könnte halt mit denen halt auch einen Haushalt führen. Also wenn die nicht mehr da sind, dann ist er schon perfekt. Obwohl, ich hoffe, wenn die jetzt nicht zurückkommen, dass die jetzt schon zu Senioren werden. Ich weiß jetzt nicht genau, wie alt die sind. Grußkartenfoto machen kann. Ist weg hier. So. Willigkeit schreiben lernen brauchst du auch nicht. Genau wie das hier alles. Pferd adoptieren, das werde ich auf jeden Fall behalten. Muss bloß noch gucken, wo ich das hinmache. Aber Platz dafür habe ich irgendwie noch gar nicht. So. Ist ja nicht so, dass du da irgendwas hast oder so. Hast du gar nicht. Aber da ist doch ein Waschbecken. Da kannst du das doch hinmachen. Wo gehst du jetzt hin? Nee, du gehst nicht auf den Spielplatz spielen. Du gehst, wenn er jetzt noch auf Toilette und dann gehst du schlafen. Es ist schon 0 Uhr, Madame, ne? Weh hier. Geh ins Bett. Ey, ich muss die Sims umdingsen. Kann doch nicht sein. Aber dafür habe ich erstmal relativ keine Zeit. Weil ich muss erstmal viel vorproduzieren und dann war es das auch erstmal wieder. Ja, heute ist ja. Oh Gott. Freitag kommt ja die Folge. Oh ja. Gott, oh Gott, oh Gott. So. Seid ihr jetzt alle schlafen? Okay, gleich seid ihr alle schlafen. Und dann spule ich erstmal ein bisschen vor. Damit das dann auch erstmal erledigt ist. Genau, alle sind schlafen. Super, perfekt. Und ich hoffe, dass jetzt meine Eltern wiederkommen. Einen kostenlosen Urlaub. Also, wenn das so kostenlos ist, dann kann der Urlaub ja auch gar nicht schön sein. Hoffe ich mal. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. So. Ja, da schlafen die in einer Reihe. Und da hinten. So überdacht, ja. Wollte schon sagen. Also ich mag mein Haus. Ich finde es schön. Ich habe schön dekoriert. Also normalerweise ist es ja halt auch mal so, man mag ja halt Räume mitten da drin nicht. Ach, guten Morgen. Den isst eine Waffel. Das kriegst du doch wohl schön, ne? Genau. So, fertig. Kann ich den verkaufen? Schade. Ja. Wie teuer sind die? So, 35, okay. Aber soll ich die erstmal irgendwie hier hin machen? Weil die sind ja halt auch nicht so viel wert. Oh, cool. So. Perfekto. Was? Hast du auch Hunger? Dann ist Spaghetti. Oh, Spaghetti in frühen Morgen. Also, das würde ich jedes Mal machen. ich war halt auch so ein 5-Minuten-Terrin-Junkie. Ich hatte mal wirklich so eine Phase gehabt, da habe ich wirklich jeden Tag so 5-Minuten-Terrine gegessen. Ja.
Ja, was soll man machen, ne? So. Okay, du wälzt um dich rum, also du hungerst noch gar nicht, genau wie Simon. Ach, ihr seid miteinander verbunden, ich sag's euch. Geschwister. Mag man gerne. Aber wie sieht's eigentlich hier aus? Ja. Sind wahrscheinlich nur einmal zur Schule gegangen. Wie soll ich das nun machen? Ich hatte ja schon so eine Theorie, wie ich eine Song heiraten könnte. Aber dafür müssen erstmal meine Gatsch gehören. Also, wenn Marlena junge Erwachsene ist, dann kann ich erst eine Song heiraten. Bloß es ist ziemlich schwierig zu heiraten. Weil Moritz wird ja jetzt schon bald ein Senior. Und sie ist ja erst 9 Tage, wird sie jetzt zum Kind. Oh, was ist denn hier los? Hallo? Was ist denn hier los? Warum? Hallo, ihr sollt euch bitte verstehen. Auch über den Nebel reden, das sind so eine. Es war so schlimm, ne? Ich konnte nichts mehr sehen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen. Papas Aufmerksamkeit erregen. Wie soll das denn? Nee, von imaginären Freund erzählen, das ist denn. Das werden wir nicht machen. Dann wird Sakura dich ja für verrückt verhalten hier. Shaka, das passt immer. Plaudern. Und nochmal nach dem Tag fragen. Ja, das. Aber es sieht auf jeden Fall jetzt besser aus, aber ich möchte aber, dass man ein besseres Verhältnis zu der Familie hat. Sieht man hier auch gerade. Super. Bei Simon genau das gleiche. Ja, guter Bekannter. Nee, das kann nicht gemacht werden. Das muss geändert werden, auf jeden Fall. Und bei meiner o Mutter genauso. Kannst du mal bitte jetzt aufstehen? Mensch. Nicht, dass du jetzt ein Dings verpasst. Oh, knapp, knapp, knapp. Mit Freunden sprechen? Ach so. kannst du mit Freunden sprechen? Und du genauso? Und du genauso. Und dann warten wir. Und ihr so? Ist bei euch alles in Ordnung? Wie geht's euch so? Hä? Seit wann gibt's da einen Spielplatz? Und warum kam EA erst später auf die Idee, dass man einen Sandkasten irgendwie macht? Ist das im Sand spielen? Na super. Naja, okay. Ich möchte ja mal nichts sagen, aber. Ist doch genau das Gleiche hier. Oh, da sind hier Fahrradständer. Oh, da muss ich erstmal mein Fahrrad hier hochtragen, was ja auch gar nicht schwer ist. Okay, warum ist er jetzt da hinten? Achso, das ist ja nicht mein Papa. Jetzt mal Sakura spielen. Mit Moritz abhängen werden wir auf jeden Fall machen. Ne, das wollte ich eigentlich jetzt nicht machen. So, genau. Ich weiß gar nicht, wann die wiederkommen. Ich bin mir jetzt da nicht genau sicher. Schulfreunde. Ja, kann ich machen. Was es jetzt auch immer war. Oh, da prügeln sich welche. Ach so, das sind Katzen. Aber gibt es hier irgendwo jetzt Pferde irgendwie zu vermieten? Oder ist es immer noch das gleiche hier mit den Katzen?
Soll das so sein? Ach so, das ist ein Schatten. Ich dachte, da wäre irgendwie so eine Spinne oder so eine Schlange oder so. Dann hätte ich aber richtig Angst. Was musst du denn erledigen? Gewinne Melanie Song als Freundin. Ist ja nicht so, dass das, ja. Melanie Song. Ja, okay. Er muss ich ja irgendwie hinbekommen. Glaube ich. So, mach mal hin, Leute. Hä, voll unfair. Einen Park besuchen. Können wir machen. So. Geh hier hin. Dann kannst du dich da hinsetzen. Dann kannst du Hausaufgaben machen. Dann ist dein Stress auch gleich vorbei. Gewinnt Dietmars, als würden keine anderen Kinder irgendwie da sein. Wisst ihr? Aber die senden da, da, da. Ist in Ordnung. Dann gehen wir jetzt alle dahin. Oh mein Gott. Ja, den kannst du keine Tür benutzen oder was? Oh. Und das auf den Keks hier. Nach Äpfeln beißen. Können wir auch machen. Vielleicht finden wir da unsere große Liebe. Wer war mein? Spielen? Bitte? Hallo? Oh, es hat aufgehängt. Ah, okay. Leute, das war's jetzt mit der Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Hinterlasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich werde doch mal ganz kurz das hier. Ja, anscheinend kann ich das nicht abbrechen. Ah. Du lässt ja auch nichts sagen, ne? Ne? Nee, das machen wir nicht. So, du fährst jetzt mit diesem Bus irgendwie dahin, keine Ahnung, okay? Super. Und sie fährt weg. Sie fährt weg. Mit der müssen wir uns halt anfreunden. Okay, Leute. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Hinterlasst gerne einen Daumen nach oben da, kommentiert nicht vergessen und wir sehen uns bei einer weiteren Folge. Bis dahin sag ich bye bye.